Wenn es um gute Filme geht, hängt vieles von den Leistungen der Schauspieler ab. Manche Rollen können ohne einen großartigen Schauspieler nicht umgesetzt werden. Und wenn ein Schauspieler auf dem Höhepunkt seines Könnens ist, kann eine unvergessliche Performance ausreichen, um einen guten Streifen in einen preisgekrönten Film umzuwandeln. Im Fall dieser Filme waren die Leistungen der Schauspieler so stark, dass sie nahezu perfekt sind. Sie mag zwar nicht die Titelfigur sein, aber man sollte sich nicht täuschen. Der Star von Mad Max Fury Road ist eindeutig Charlize Theron's Imperator Furiosa. Sie ist das Herz und die Seele von George Millers großartigen postapokalyptischen Straßenkriegsfilm. Natürlich war es Miller, der Theron ein so hervorragendes Material an die Hand gegeben hat, dennoch ist es nicht schwer sich vorzustellen, dass die Figur in den Händen einer weniger fähigen Schauspielerin untergehen würde. Mit Theron am Ruder macht Furiosa ihrem Namen alle Ehre. Eine Frau von entschlossenem Zorn, die fest entschlossen ist, Immortan Jones' Bräute aus einem Leben voller Qualen zu befreien. Theron erschafft eine wahre moderne Ikone, die ihre Entschlossenheit mit einer stillen Empathie ausstattet, die in einigen der ruhigeren Momente des Films durchscheint. Als Furiosa schließlich ihr Ziel erreicht und es mit dem großen Bösen aufnimmt, grunzt sie den Satz, der den Film prägen wird. Remember me? Das tun wir und das werden wir auch in den kommenden Jahren noch tun. Ryan Gosling scheint einen Großteil seiner Karriere auf der Leinwand damit verbracht zu haben, Erwartungen zu enttäuschen. Nachdem er mit einer Rolle in einer der beliebtesten Liebesfilme aller Zeiten seinen Durchbruch hatte, nahm er eine ganze Reihe von seltsamen, ungewöhnlichen Rollen an, um sich von der traditionellen Karriere eines Hauptdarstellers in Hollywood zu entfernen. Das hat uns Filme wie The Nice Guys beschert, die vielleicht Goslings beste Phase als Schauspieler markieren. Gosling schlüpft in die Rolle des Holland March, einem depressiven, alkoholkranken Privatdetektiv im Los Angeles des Jahres 1977. March ist verletzlich, feige und neigt dazu, sich selbst zu verletzen. Wenn man bedenkt, dass es sich bei dem Film um eine Actionkomödie handelt, steckt darin ein schockierendes Maß an Dramatik, wobei Gosling March dunkelste Momente ebenso gekonnt darstellt wie seine lustigen. Gleichzeitig ist er in diesem Film aber auch urkomisch. Seine Darstellung ist vielleicht eine der großartigsten komödiantischen Leistungen des Jahrzehnts, mit dem richtigen Timing, um Russell Crowes Gradlinigkeit perfekt zu konterkarieren. Munich. One guy without his balls. Munich. Es ist ein schwieriger Kontrast, einen lebensmüden Alkoholiker zu spielen, der witzig ist, ohne die Identifizierbarkeit seiner Figur zu gefährden. Das gelingt nur einem so talentierten Schauspieler wie Gosling. Selbst die besten Filme des Marvel Cinematic Universe werden oft durch fade, uneinprägsame Bösewichte mit vagen definierten Zielen und Persönlichkeiten getrübt. Es gibt gelegentliche Ausnahmen wie Loki. Surprise! Aber zum größten Teil sind Marvel-Bösewichte uninteressant. Das änderte sich jedoch, als Michael B. Jordan als Eric Killmonger Stevens, der Antagonist von Black Panther, auf die Leinwand kam. Jordan verbindet Angeberei mit Terror und macht Killmonger zu einem sympathischen Charakter, der nur ein paar Nuancen davon entfernt ist, der Protagonist des Films zu sein. Sein Hintergrund als armes Kind in Oakland, Kalifornien, fühlt sich nur allzu vertraut an. So sehr, dass das Publikum sich eher mit ihm identifizieren kann, als mit der königlichen Erziehung von T'Challa. Seine ultimative Fähigkeit, Gerechtigkeit von zielloser Gewalt zu unterscheiden, ist umso herzzerreißender, weil er so nah dran ist, jemand zu sein, den wir lieben. Jordans charmante Rücksichtslosigkeit und sein brodelnder Hass machen ihn zu einer Figur, die von dem Moment an, in dem wir ihn kennenlernen, dem Untergang geweiht ist. Und dennoch tut es weh, ihn schließlich seinem tragischen Ende entgegentreten zu sehen. Jordan hatte natürlich schon einige beachtliche Auftritte, aber dieser ist absolut unvergesslich. Es ist immer wieder unglaublich, wenn ein junger Schauspieler es schafft, sich in einem Film mit vielen großen Filmstars nicht nur zu behaupten, sondern sogar als der herausragendste Darsteller des Films hervorzutreten. Es gibt nur wenige bessere Beispiele dafür als Hailee Steinfelds Rolle in der Neuverfilmung von True Grit durch die Coen-Brüder. Steinfeld erhielt die Rolle der Mattie Ross aus einem Pool von 15.000 Bewerberinnen und sie war erst 13 Jahre alt, als sie mit den Dreharbeiten zu ihrer ersten großen Filmrolle begann. True Grit erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens, das einen betrunkenen US-Marshal namens Rooster McCockburn anheuert, um den Mörder ihres Vaters zu finden. Und obwohl Steinfeld in dem Film an der Seite von Größen wie Jeff Bridges, Josh Brolin und Matt Damon spielt, stiehlt sie jede Szene, in der sie auftritt. Ihre Darstellung von Ross ist bissig, wütend und kämpferisch, wobei Steinfeld den leserartigen Fokus der Figur auf Rache mit einer Gelassenheit verkörpert, die die meisten viermal so alten Schauspieler nicht darstellen können. Manche Stars schaffen es ihr ganzes Leben lang nicht, eine so authentische Darstellung wie die von Steinfeld abzuliefern, wie sie es in ihrem Spielfilmdebüt getan hat. Beeindruckender geht es kaum noch. Motion-Capture-Darbietungen werden zunehmend genauso beeindruckend und wichtig wie Live-Action-Darbietungen. Und es gibt niemanden, der einen Hightech-Computeranzug besser tragen kann als Andy Serkis. Der Schauspieler hat bereits einige bekannte CGI-Figuren verkörpert. Darunter Gollum aus der Herr-der-Ringe-Trilogie, den obersten Anführer Snoke aus der neuen Star-Wars-Trilogie und Caesar aus der Planet-der-Affen-Trilogie. Besonders in der letztgenannten Rolle des Affensoldaten zeigt er sein Können. Seine Leistung in der Rolle gehört nicht nur zu den besten seiner Karriere, sondern ist vielleicht auch eine der wichtigsten Motion-Capture-Darstellungen aller Zeiten. Im Laufe der Filme sehen wir, wie sich Caesar über mehrere Jahre hinweg entwickelt.
Am Anfang ist er ein süßer, liebevoller Primat, dessen Intelligenz unübersehbar ist, aber ansonsten ziemlich unschuldig wirkt. Bis zum letzten Film ist er jedoch gefühlvoll, ausdrucksstark und allzu menschlich. Circus führt die Figur auf eine Reise von einem jungen Affen, der seinen Platz in der Welt nicht kennt, zu einem zähneknirschenden, unerschütterlichen Anführer einer neuen Nation, wobei seine Leistung nicht ein einziges Mal ins Stocken gerät. Ja, die Special Effects Crew leistet hervorragende Arbeit bei der Übertragung dieser Darstellung auf die Animation, aber im Kern beweist Circus großartige Arbeit, dass er ein echter Pionier der Motion Capture Darstellung ist. J.K. Simmons war schon immer ziemlich beeindruckend, von seiner düsteren Arbeit auf einem kleinen Bildschirm, über seinen denkwürdigen Ausflug in die Welt der Superhelden, bis hin zu seinen vielseitigen Auftritten in Filmen lässt er sich nichts entgehen. Sogar seine Werbespots für Versicherungsgesellschaften sind sehenswert. Aber Simmons Glanzstück ist seine Rolle als Terrence Fletcher in Whiplash. In dem Film stellt er den Jazzprofessor aus der Hölle dar, einen wahnsinnig fokussierten und anspruchsvollen Dirigenten, der seine Studenten so lange beschimpft und misshandelt, bis sie entweder zu Höchstleistungen auflaufen oder den Verstand verlieren. Seine gleichzeitige Mentorschaft und unerbittliche Feindschaft mit Miles Tellers Andrew ist sowohl fesselnd als auch abstoßend. Simmons schafft das perfekte Gleichgewicht zwischen Wahnsinn und Übermut, wobei er es nie so weit treibt, dass das Publikum den Glauben daran verlieren könnte. Und doch gibt Simmons Fletcher eine Menschlichkeit, die ihm leicht zu einem karkierten Monster hätte werden lassen können. Es gibt eine Menge großartiger, ikonischer Filmantagonisten, aber Fletchers Realismus macht ihn zu einem, der die tiefsten Unsicherheiten eines jeden jungen Künstlers hervorrufen könnte. Es versteht sich von selbst, dass Meryl Streep eine der größten Schauspielerinnen aller Zeiten ist. Ihre Filmografie enthält eine Vielzahl makelloser Darbietungen, sodass es fast unmöglich ist, nur eine einzige herausragende Leistung herauszugreifen. Dennoch gibt es eine Figur, die ohne sie einfach nicht funktioniert hätte. Und das ist Miranda Priestly in Der Teufel trägt Prada. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman, der die Geschichte einer College-Absolventin erzählt, die als persönliche Assistentin einer tyrannischen Chefredakteurin eines Modemagazins arbeitet. Der Film und ihre Rolle als Miranda Priestly hätten eigentlich ein relativ vergessenswertes Werk sein können, aber mit Streep, die ihr ganzes Können in den Film einbringt, wird der ganze Film von einer einfachen Tragikomödie zu einem absoluten Muss, der die Zeit überdauern wird. Streeps endlos viele Zitate enthaltene Eiskönigin trägt eine unerschütterliche Fassade von stählerner Perfektion. Doch sie lässt diese Maske gerade lange genug fallen, um unserer jungen Heldin und damit auch dem Publikum zu ermöglichen, die hinter all dem Eis versteckte Menschlichkeit zu sehen. Es ist eine Sache, in einem bereits gut gemachten Film gut zu spielen. Aber es braucht eine wirklich großartige Darstellerin, um eine Rolle wie die der Priestly in eine Oscar-nominierte Leistung zu verwandeln. Als wären Streeps Leinwandtalente nicht schon dokumentiert genug, beweist ihre Arbeit in Der Teufel trägt Prada, dass es einfach niemanden gibt, der so gut oder so effektiv ist wie sie. Es gibt nur wenig über Pulp Fiction zu sagen, was nicht schon gesagt wurde. Quentin Tarantinos filmische Meisterleistung ist wohl der meistzitierte Film einer ganzen Generation. Wobei die meisten der besten Sätze von Samuel L. Jacksons Jules stammen, einem rechtschaffenden Auftragskiller, der sich im Laufe des Films in einer existenziellen Krise befindet. Jackson ist ein äußerst produktiver Schauspieler, der schon in vielen Tarantino-Filmen mitgewirkt hat, aber seine Rolle in diesem Film ist einer seiner Sternstunden als Schauspieler. Jules hat eine ruhige, kontrollierte Intensität, die sich durch Jacksons gesamte Darstellung zieht. Er kalkuliert alles und hat fast immer die Oberhand, weshalb ihn seine Nahtoderfahrung im Film bis ins Mark erschüttert. Jackson macht diese Erfahrung weniger zu einer Auflösung als vielmehr zu einem Scheideweg für die Figur. Das macht seine Begegnung mit den Kleinkriminellen Ringo und Yolanda umso fesselnder und zentraler. Man beachte die kontrollierte Wut und Verzweiflung, die in jeder Zeile steckt. And what's Fonzie like? Come on, Yolanda, what's Fonzie like? Cool. What? Cool. Correctamundo. Innerhalb eines Films voller denkwürdiger Charaktere und Darbietungen ragt Jacksons Leistung als die endgültige Darstellung eines der großen modernen amerikanischen Filme heraus. Filme, die auf Büchern von Stephen King basieren, bieten zahllose großartige Bösewichte. Von Jack Nicholsons Jack Torrance in Shining bis zu Pennywise in S. Es gibt jedoch einen, der auch nach all den Jahren immer noch aus der Masse hervorsticht. Kathy Bates, Oscar-prämierte Rolle als Annie Wilkes in Misery. Wilkes ist die toxisch gewordene Fankultur. Jedenfalls noch toxischer, als sie ohnehin schon ist. Ihre fanatische Bindung an die Romane des Schriftstellers Paul Sheldon führt dazu, dass sie ihn nach einem Autounfall kidnappt. Wenn ein Bösewicht so einprägsam ist, dann liegt das oft daran, dass die Schauspielerin oder der Schauspieler eine Glaubwürdigkeit in die Rolle bringt, die man nicht erwartet hätte. Aber Wilkes ist einfach nicht diese Art von Frau. Sie spielt jemanden, der so verstört und unberechenbar ist, dass es einen bis ins Mark erschreckt. What do you think I say when I go to the feed store in town? Oh, now Wally, give me a bag of that effing pig feed and 10 pounds of that bitchly cow corn. Bates spielt Wilkes als eine Frau, die wirklich glaubt, ihr Verhalten sei normal, was es umso erschreckender macht, wenn sie den armen Paul Sheldon angreift. Klar, es ist die Szene, in der sie ihn die Beine zerschlägt, die alle zum Reden bringt. Doch es ist Bates Bösartigkeit im Gesamtpaket, die die Nerven aller Beteiligten auf Dauer zum Zerreißen bringt.
Is this what you're looking for? Vielen Dank fürs Zuschauen. Klickt auf das Looper-Symbol, um unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Und schaut euch all die anderen coolen Sachen an, die euch bestimmt auch gefallen werden.